So. Mal gucken. Was hat er denn alles? Nicht viel. Reicht. Hell Let Loose. Was war das denn? Ach. Oh, mach das nicht. Mach das nicht. Das ist heftig. Ich selbst habe es noch nicht gespielt, aber mein Cousin hat es auf der PS5 gezockt. Und ja, die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Es ist sehr heftig. Oh. Um zum Parliament Tower zu gelangen, musste ich einen Tatort finden. Zane würde wissen, wo einer ist. Oh, guck mal, die Optik. Oder? Also, nicht, dass ich das jetzt verwechsel, aber Hell Let Loose war doch dieses Zweite Weltkrieg-Spiel, ne? Dieses Zweite Weltkrieg-Simulator quasi, weil es ist sehr heftig. Ah, okay. Ja, das kenne ich aber. Also, das ist eigentlich mein Leben. Ich teste Spiele an, wo ich denke, oh, die könnten cool sein. Und dann finde ich sie cool und packe sie auf die Seite. Und ruckzuck hast du 1700 Spiele, die nun mal, wo man nun mal reingeguckt hat. Wie hieß das Ding? Oh, guck mal, es gibt eine Autowäsche. Da unten waren wir noch überhaupt nicht, ne? Fällt mir gerade so auf. Wie ist das? Zane Hotel oder so, ne? Relevanter Ort. Vielleicht müssen wir jetzt sogar dahin. Poets Cinema. Ja, geil. Remastered. Also das Zweier, da habe ich mit Leon die Story habe ich durchgezockt. Remastered, ne? Und mit Claire Redfield ist das, ne? Mit der habe ich angefangen, ganz kurz, aber noch nicht weitergemacht. Sehr geil. Die sind so gut gemacht, ne? Oh, ne, sind im Game Pass. Und ich kaufe die Dinge. Ja gut, ist aber schon eine Weile her. Das ist schon, also bestimmt ein halb, dreiviertel Jahr her, wo ich die geholt habe. Da waren die im Sale. Habe ich zugeschlagen. Ah, guck mal. Aber echt geil gemacht. Richtig, richtig gut. Ja, die Grafik, die Animation. Sehr, sehr geil. Ich habe schon ewig keinen Game Pass mehr, ne? Seit wir hier am PC zocken. Was unterscheidet ihn von einem Kultanführer? War Zane nur ein weiterer Deckname für Scratch? Es gab ein Gerücht, dass Wake und Zane gemeinsam etwas gearbeitet hatten. Ich wollte die Wahrheit aus Zane herausholen. Egal wie. Egal wie. Wissen wir immer noch nicht, wo wir hin müssen. Da steht ein böser Bube. Ja komm, dann lass uns doch mal da die Waschanlage da hinten angucken. Oh, oh. Oh, das sind aber viele, ne? Oh shit. Oh shit, oh shit. Geht weg, ihr beide auch. Wo kann ich hier rum? Oh. Oh. Wenn die meinen Namen sagen, dann kommen sie hinter mir her. Das ist nicht gut. Da steht schon wieder einer.
Ich kann dem vorbei. Boah, da hinten ist aber alles voll, ne? Okay. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, Alter. Ich weiß halt noch nicht mal, ob ich hier richtig bin. Ich guck hier einfach mal nur. Ja, genau. Das ist einiges realistischer. Das macht es so schwer. Da kannst du nicht viel Kugeln einstecken und so, ne? Du musst da echt aufpassen. Als ich so die Ankündigung damals gesehen habe, dachte ich mir auch, oh, mega geil. Ja, und dann hat mein Cousin das getestet und hat gemeint, Alter, es ist sauschwer. Und das ist kein Anfänger, sag ich mal. Das ist ein Trophy Hunter, der kann spielen. Und wenn der das schon sagt, ne, dann der weiß ja, wie ich spiele. Dann weiß ich, dass ich da vielleicht die Finger weglassen sollte. Na klar, probieren würde ich es auch mal. Aber... Oh, das ist die Waschanlage hier. Ja, dazu müsste ich es haben. Ist das auch im Game Pass, das Hell It Loose? Nee, ne? Oh, fuck, ey. Ah, ist auch drin. Ja, cool. Geil wäre es natürlich, wenn das dann hier auch für den PC läuft, ne? Weil mit Controller, Ego-Shooter, ist ja jetzt nicht so mein Ding. Alter, wo renne ich hier rum? Oh, du kleiner Pisser! Alter! Da steht er um die Ecke und das schreckt mich. Das hast du davon. In your face. Alter. Ja, ich guck mal, ob das Play Anywhere ist. Licht. Was ist hier los? Da kommt ganz schöner Lärm raus hier. Soll ich da... Oh Gott. Ha! Nee, soll ich nicht. Wo bin ich hier? Ja, das ist Kino. War kein Zane-Hotel, ne? Na, wo geht's denn da hin? Oh, aufs Dach. Und hier ist nichts. Ja, für Toffel ist das bestimmt was. Ja, ich habe gestern mit Toffel noch ein bisschen geschrieben, gewhatsappt und habe ihm mal kundgetan, dass ich so das wohl so machen werde, dass sonntags Multistreams gemacht werden. Also mit Leuten zusammen. Ich glaube, das sollten wir festmachen, weil dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung von dem aktuellen Spiel, was gerade gespielt wird. Und jeder kriegt mal die Möglichkeit, mit mir zusammen zu zocken. Ich glaube, das ist gar nicht dumm. Im Normalfall habe ich auch sonntags mehr Zeit,
Ne, diesen Sonntag jetzt wieder nicht. Klar, ist ja immer irgendwas. Aber abends geht ja immer. Also ich sag mal so ab 18 Uhr. Das geht immer. Oder, ja. Jetzt ist halt auch wieder eine Veranstaltung am Sonntag. Wird der Geburtstag von meinem Sohn nachgefeiert. Kindergeburtstag halt, ne? Und, die Tür war noch versperrt. Und dann wird es halt auch wieder später. Aber ich denke, das könnte man mal so festhalten, oder? Ja, ne? Sonntag ist gut. Oh, Musikplaylist ist aber gefährlich, ne? Beim Stream. Das geht leider nicht. Alice Fotos? Okay. Was soll ich denn hier machen? Da ist doch... Ne, scheiß Urheberrecht, Gedöns und so, weißt ja. Die Tür bewegte sich nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, für dich selbst, klar, natürlich. Natürlich. Man darf es nur nicht im Stream hören, aber ich denke, das sollte ja wohl möglich sein. Naja, weil ich habe das ja gestern kurz erwähnt im Stream mit Sonntags und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist eigentlich eine geile Idee. Ne, dass ich dann Montag und Donnerstag meinen normalen Stream mache und sonntags dann halt mit anderen Leuten zusammen. Weil es auf jeden Fall immer lustig. Und ja, kann man auch mal ein paar andere Spiele zwischendurch ausprobieren. Ganz genau, dann kommt War Thunder nämlich auch immer näher. Oh, hier. Etwas trieb mich weiter an. Ein gebrochener Mann ohne Perspektive. A Thomas Zane Film. Ist das das Zane Hotel, hä? Eine Kakerlake mit einem falschen Sinn für Gerechtigkeit, die es in dieser Stadt nie geben wird. Ich weiß gar nicht, ob ich War Thunder jetzt schon runtergeladen habe. Ich wollte es schon ein paar Mal machen. Hab dann andere Spiele wieder runtergeschmissen, weil ich habe so viel drauf gemacht, um einfach mal die Grafikkarte zu testen und so. Und habe dann einige wieder gelöscht und müsste eigentlich den Download gestartet haben von War Thunder. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Okay. Wie geht's denn jetzt da rein? Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Bleibt weg. Bleibt weg. Oh, was haben wir denn hier? Ein Hintertürchen. Ah, das ist wieder das Ding, wo... Ah, ja. Das geht aber nicht, ne? Durch die Scheibe. Okay, okay. Da ist eine Tür. Nee. Auch nur Fenster. Hoch kann ich da nicht, ne? Nee. Okay. Also da müssen wir rein irgendwie. Soll ich mal versuchen? Oh, geil! Das geht! Die Geräuschkulisse gefällt mir schon wieder nicht. Ja, jetzt kann ich hier trotzdem... Ah! Jetzt kann ich die aufmachen. Moin, Mia! Wie geht's dir? Ich hab dich ja schon vermisst. Lang nicht mehr gesehen, gehört, gelesen. Da gewesen. Wie sagt man das in dieser Internetsprache? Du Knuffel. Ja, ist doch so. Oh, da ist wieder.
ein böser Bube. 2. 3. Oh. Oh, oh. Dir geht's gut. Das ist schön. Das ist sehr schön. Oi, oi, oi. Oh. Ein Toffel. Ein Toffel in der Haus. Moin, mein Jung. Na? Wie geht's denn dir so? Ich hab grad Zeus erzählt, von gestern, von wegen hier, sonntags gemeinsame Streams zu machen. Und da hat er gleich gesagt, warte. Von was hatten wir es? War das noch von Hell Let Loose? Ich glaube Hell Let Loose. Weiß nicht, ob du das kennst, aber da hat er direkt gemeint, dann nehmen wir Toffel mit. Ja, genau, ne, war das. Ja, selbst auch. Montag halt, ne? Montag. Hey, Alan. Heute Morgen auf die Arbeit gekommen. Oh, das Echo geht mir auf den Sack, ne? Egal. Seien Sie vorsichtig. Kopfschmerzen gehabt, bisschen Übelkeit und bisschen schwindelig. Habe ich dann mal eine Tablette genommen. Sie machen gerade eine harte Zeit durch. Und dann ging es im Laufe des Tages wieder. Es war okay. Bisschen viel los auf der Arbeit. Ging aber auch. Auch alles machbar. Abfahrt! Yeah! Party people in the house! Fehlende Zeit. Es ist so, wie ich immer sage. Die Träume. Manchmal wache ich an einem völlig anderen Ort auf. Mir fehlen ganze Tage. Oh, coole Emotes. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aber ich versuche es herauszufinden. Die Dinge werden wieder besser, solange sie weitermachen, Alan. Ja, und dann bin ich natürlich nicht um 17 Uhr rausgekommen aus dem Büro. Oh, es war dann 17:38 Uhr. So, bis ich dann zu Hause war, bis ich dann mal kurz gesessen habe, dann Essen gekocht habe, dann gegessen habe. Beim Essen habe ich dann Grottemolch im Stream zugeguckt. Der macht heute wieder Last of Us Parts 2. Ja, und dann habe ich mal hier die Kiste angeschmissen. Nichts hängt. Nichts hängt. Ehrlich? Bei dir hängt's? Hier hängt nichts. Bei mir hängt nie was. Okay, ich dachte eigentlich, dass wir jetzt irgendwie einen Hinweis kriegen. Viva Las Vegas. Ne, Viva in das Hotel reinkommen. Aber nein. So, das haben wir aber jetzt gekriegt. Die Info. Das Echo haben wir doch schon geholt, ne? Aber okay, jetzt kann man anscheinend doch auf dem Dach was machen. Das ging ja eben nicht. Dann kann ich hier nicht raus. Vorne sind wieder dunkle Männer. Schnell. Warte mal. Ist da was versteckt? Also ich hätte da was versteckt. Nee. Hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette. So. Treppe hoch. So, haben sie doch gemeint auf der Karte, ne? Ja. Treppe, sag ich. Leiter. So, jetzt sind wir wieder hier. Aber geändert hat sich nichts. Aber ich höre tatsächlich ein Echo. Ah, da. Angeblich hat Gott
Ebenbild erschaffen. Genau wie wir ist er ein gefühlloser, grausamer Mistkerl. Und er möchte nicht, dass wir im Himmel schön weißen Polster beschmutzen. Und er will nicht hinabsteigen, um uns zu helfen. Es gefällt ihm, uns dabei zuzusehen, wie wir uns abmühen, leiden, töten, sterben und wieder versagen. Falls es einmal zu friedlich werden sollte, schürt er das Feuer. Diese Stadt dient nur zur Befriedigung seines kranken Voyeurismus. Geht wieder. Also, ich habe hier nichts gesehen. Ich bin ja nebenbei am im Twitch-Dashboard, ne, wo ich dann die Übertragung sehe. Hier hat nichts gehangen. Lag vielleicht bei dir. Ich habe vorhin mal den Router neu gestartet. Aber ist eigentlich Blödsinn, weil Internet hatte ich ja trotzdem. Oder habe ich ja trotzdem, wenn der Stream abstürzt. Kann ja damit nichts zu tun haben. Ah, da drin. Nicht auf dem Dach. Ah. Unten in der Garage. Dann gehen wir nochmal runter, ne? Ja, genau. Geh mal an die Front. Wut rauslassen. Töte sie alle. Ein Koffer. Mit Dingen. Was ist das denn? Ach, kann es gar nicht selber auswählen. Ist das Zufi? Also Zufallsgenerator. Was versperrt der hier den Weg? Ah, okay. Ist random, ja. Ja, auch interessant. Oh. Da höre ich was. Und da sehe ich auch was. Guck mal dahin. Oha. Das sieht übel aus. Ich glaube, hier verschwimmt die Realität. Ja? Die Stadt war nicht real. Ich war an die Grenzen meines Traums gebunden. Okay. Das ist einfach nur das Ende der Stadt. It's the end. Was ist of denn the hier world los? As we know it. Was ist denn hier los? Ja, das ist die Frage, ne? Ist dieses Kino das Zane Hotel, was wir suchen? Ich denke mal schon, oder? Weil a Thomas Zane Film. Und da sind Zimmer. Ist hier ein Eingang? Nee. Da war ich ja vorhin schon. Da hat jemand zu viel Gras gehabt. Genau. Oder zu wenig. Kommt drauf an. The Getaway Club. Aber wo ist der Eingang? In der Tonne. Den Club kannst du in der Tonne kloppen. Oder zu wenig Bier, genau. Nee, ich glaube, die Erkundung hier hat zu nichts geführt. Oh, guck mal, das ist die Tür. Wir hätten gar nicht durch die Waschanlage gehen müssen. Crossroads.
Ja. Okay, dann gucken wir mal weiter, ob wir das ominöse Hotel finden, das auf keiner Karte verzeichnet ist. Auf keinem Zeichen verkartet ist. Oh. Weg. Go away. Oh, fuck, Alter. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Da. Oh, da stehen... Oh, noch mehr. Da komme ich so nicht durch. Da muss ich... Oh, da stehen noch mehr. Ey, Leute. Mal schauen, welches Land du in War Thunder nimmst. Ja, mal gucken. Mal gucken. Hoppala. Oh, lauf. Lauf. Wart, wart, wart. Weg. Not with me. Oh, oh. Oh, wow, wow. Hau doch ab. Was wollt ihr alle von mir? Licht aus. Uiuiui. Und mal ein bisschen Medizin nehmen. Da hier, die reicht, die kleine. Die Pille. Die Pille danach quasi. Ja, das war das von vorhin. Straight up. Straight up. Mir hat er doch vorne noch eine andere Lichtquelle angezeigt. Hier. Da bin ich dran vorbeigelaufen. Warte mal. In welche Richtung gucke ich gerade? Auf Michel, du Nase, mach mal heile. Der Zombie und der Controller mit der kaputten Scheiben geht nicht mehr. Was? Nein. Ja, ich weiß nicht, was das ist, ne? Also, echt. Ich habe mich da eingeloggt vor ein paar Tagen, Mittwoch, und habe mal geguckt, aber wenn ich das anklicke, um das auf dem Desktop zu testen, funktioniert alles einwandfrei. Das ist echt schade, dass das Zeug nicht geht. Ich fand das auch lustig. Hm. Wo waren wir denn noch nicht? Da hinten waren wir noch. Doch, da waren wir auch schon. Aber da muss doch irgendwo muss dieses Hotel sein. Oder ist es das? Boah, fuck, Alter, die kommen. Fuck, geh weg. Ne, kann man nicht zumachen, ist egal. Alter, ich muss mal flüchten. Hab ich gerade flüchten gesagt? Mit PF? Boah, die kommen immer noch. Und tschüss. Huiuiui. Okay. Oh, hallo. Ja, da haben wir doch schon aber alles gemacht hier. Da sind wir doch schon rumgekraxelt wie bescheuert. Ja, relevanter Ort. Behälter. Speichern. Ein Echo, was wir noch nicht gekriegt haben. Richtig. Warte mal. Nö. Da tut sich ja so nichts, ne?
Zack. Und einmal nach hier. Jawohl. Wort der Macht. Ja, da ist nix. Es gibt hier noch eine... Ja, doch, ne? Da ist doch das Hotel. Ja, klar, ich musste ja irgendwie rein. Aber wie? Wo kriege ich die Schlüssel her? Suche nach Zane im Hotel, ja. Oder ein anderes Hotel? Im Ocean View Hotel vielleicht? Sollen wir da nochmal hingehen? Ja, ne? Komm. Get out of here. Ja, dann müssen wir jetzt durch. Auch wenn da jemand kommt, um uns zu ärgern. Licht an. Da, einfach mal so. Aha, ihr kriegt mich nicht. So, jetzt muss ich kurz gucken. Da ist das Ocean View. Ocean View war hier böse mit dem Teufel und so. Alles klar, Zeus, viel Spaß. Hau rein. Ocean View war hier. Und das war nur das Talkshow-Studio. Ah, da müssen wir wahrscheinlich wieder da rein. Oh Gott. Ich hoffe, der Teufel ist weg. Sollen wir auch mal anmachen? Ja, das sind wieder Bösewichte. Ja, ich kenn's ja schon, Zeus. Ich kenn's ja. Aber wenn du magst, klar, hau rein. Türsteher. Oh, noch einer. Ey. Alter. Lass mich. Okay, wir sind im Hotel. Zurück im Hotel. Was, soll der wirklich hier sein? Da haben wir noch Licht. Ah, da haben wir noch eine verschlossene Tür. Zimmer 101 haben wir da nicht. Doch, ich meine schon, ne? Zanes Zimmer Nummer 665. Ah. Der Aufzug führte mich dorthin. Oh, okay. Endlich mal Hilfestellung. 665, okay. Direkt neben 666. Was haben wir? 20.20 Uhr. Ja. Bin gespannt, ob der Stream wieder abstürzt. Um 8:45. Bin ich mal gespannt. Ach ja, das Stockwerk. 665. Da waren wir ja schon. Da haben wir den komischen Film geguckt. Ich hatte das Gefühl, Zane würde sich diesmal nicht freuen, mich zu sehen. Das Gefühl habe ich auch. Hello. Oh,
Hat aber ein bisschen Bart gekriegt. Ist das jetzt Alan oder Scratch? Also Itchy oder Scratchy? Ich hab jetzt die Kontrolle. Keine Tricks oder ich jage Ihnen eine Kugel durch den Kopf. Das ist Alan. Oder? Boah. Ach, stimmt, Zane hat man doch schon kennengelernt. Warum sind die Videos so leise? Was soll das denn? Totally crazy. Sieht ein bisschen aus wie Ozzy Osbourne als Jugendlicher. Seiten gewechselt. Ich hatte ihm doch gesagt, keine Tricks. Tja, wenn ich hören will, muss fühlen. Ah, eine Kinokarte. Kinokarte ist cool. Dann kommen wir jetzt bestimmt ins Kino rein. Der lebt ja noch. Veräppelt. Okay. Was zum Teufel? Ich hatte tausende Fragen über Zane. Zanes Film. Es gab Wichtigeres zu tun. Initiation Aid. Ja, 8 Kapitel sind das. 9 Kapitel sind das, ne? Zane hat mir ein Ticket fürs Pulse Cinema Kino gegeben. Geil, dann haben wir den fertig. Zane hatte den Und dann geht's ins Endgame. Um aus dem dunklen Ort zu entkommen. Schauen wir mal, ob wir das heute auch noch zu sehen kriegen. Das Endgame. Ja, ja, ich gehe ja schon. Oh, ich bräuchte Energie. Das ist gleich so viel, ne? Ah, komm. Wir haben ja so viel von dem Zeug im Schuhkarton. Doch, ja, hier komme ich durch. Ich konnte die Suchscheinwerfer des Kinos am anderen Ende der Plaza sehen. Oh, das sind wieder so viele. Verdammt. Nein, 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 lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich. Ey, 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 ey. Das ist nicht deine Geschichte. Ja. Oh komm, lass mich wenigstens aufstehen. Lauf. Dominik, Hallihallo.
ewig nicht mehr gesehen, gehört. Wie geht's dir? Was macht die Schule? Oh, geil, wir haben es geschafft. Jetzt ab in das fucking Cinema. Komm rein. Ja klar, komme ich rein. Ja, hier war das, ne? Hier muss ich die Karte einführen. Würde ich mal behaupten. Läuft alles? Das klingt doch vernünftig. Das klingt doch gut. Hoppala. Oh. Ja, ich gehe schon. Boah, die kommen mit rein. Die Pisser. Tür wieder zu, ne? So. Not with me. Ja, bei mir auch soweit. Bei mir auch soweit. Bisschen viel los auf der Arbeit im Moment. Aber ansonsten. Tip top. Kann ich klagen. Also ich könnte schon, aber ich tue es nicht. Klagen kann man immer. Naja, alles gut, soweit. Speicherraum. Oh, looten, looten. Komm, weg damit. Den ganzen komischen Kram hier, brauchen wir nicht. Schnick, schnack. So. Steht zu viel auf dem Spiel. Das darf ich nicht. Tadam. So, erstmal ein bisschen Popcorn holen. Und was zu trinken. Also. Da könnte man mal das Ordnungsamt hinschicken. Und da steht noch der Staubsauger nebendran. Eieieiei. Da, Popcorn. Gib mir. Gib mir Popcorn. Oh, eine Map. Map ist immer gut. Kühlschrank? Ja, weil man Batterien und Munition ins Gefrierfach packt. Man weiß ja nie. Hallo? Ich denke mal, da steht Ahrens. Nazarenus. Ich weiß auch nicht. So. Wie leer. Wollt ihr mich verkackeiern? Okay. Dann geht's weiter. Juhu. Da war ja nichts, ne? Nein. Gibt's hier noch? Ja, da gibt's noch was. Alter, die Klos sehen ja aus wie auf der Berufsschule. Voll mit Graffiti. Ja, erstmal hier. Kann man da aufmachen? Nee. Okay. Dann weiter geht's. Besenkammer. Vielleicht ist ja Boris Becker da. Oh, hier. Loot. Ja, dann nimm halt mit, so eine blöde Fackel. Dass er immer noch nicht so viel tragen kann, verstehe ich nicht. Die Dame hatten wir gleich aufgelevelt, ne? Die Saga. Das Hauptereignis war der Mord. Ich musste ihn irgendwie finden. Hm. Okay, noch geht da nichts. Das ist die neue Karte. Okay. Groß. Ja. Warum auch nicht, ne? Können wir da nochmal kurz hier dingsen? So.
Was jetzt denn? Alter. Bin ich da jetzt gerade durch den Boden geglitscht oder was? Och. Gott sei Dank, ey. Okay. Dann haben wir das Stockwerk schon mal erledigt. Dann gehen wir mal eins höher und krallen uns mal das Echo. Nix. So, Echo. Wo? Da vorne. Ich hatte das Gefühl, schon mein ganzes Leben oder noch länger nach dem Kult des Wortes zu suchen. Der einzige Fall, an dem ich je arbeitete. Sie tauchten mit ihren verabscheuenswürdigen Gewalttaten aus der Dunkelheit auf und verschwanden wieder. Zurück blieben nur blutige Tatorte und Hinweise mit obskuren Bedeutungen, die ins Nichts führten. Nachdem ich beim Kino angekommen war, spürte ich, wie eine gewaltige, furchteinflößende Offenbarung vor mir bebte. Ich hasse es, wenn Nasenhaare kitzeln. Maul aufzureißen und mich zu verschlingen. Dieser Ort war für den Kult von Bedeutung. Dort konnte man etwas verwenden. Ah ja, Kino ist ein Kino. Okay, dann müssen wir jetzt wieder hier die Dinge wechseln. Dies war das Quartier des Kults. Sie haben es nicht mal verborgen. Okay. Schreiben wir den Raum mal um. Der erste Schritt zum Tatort. Ich machte Fortschritte. Blut. Und noch eine Treppe. Sehr cool. Was ist das? Stuff only. Ja, wir gehen jetzt erst nochmal runter. Gucken, was sich hier getan hat. Weil hier ist irgendwas passiert. Jemand hatte sich im Zimmer verbarrikadiert. Ja. Mal kurz checken, ob sich hier was geändert hat. Nee. Das gilt ja nur für den aktuellen Raum. Hier geht's nicht rein, ne. Der Seite vielleicht? Ne. Und da haben wir wieder unser Speichergedöns. Ne, dann gehen wir nochmal hoch. Gucken mal, ob wir hier jetzt weiterkommen, ob wir da irgendwo reingehen können. Hier nicht, aber da. Was geht? Regnet das immer noch da draußen? Ich übersah doch etwas. Ja. Das meine ich aber auch. Ah, hier. Muni. Gib mir Muni. Okay, dann sollte ich vielleicht nochmal die Geschichte umschreiben, in den Raum reingehen und dann wieder wechseln, um dann da drin zu sein. Geht das? Komme ich da wieder zurück? Da-dum. Szene und Geschichte änderten sich. So. Dann schreiben wir wieder um. Okay, und weiter geht's. Da haben wir wieder ein Echo. Ah, hier. Es würde Ihnen gut tun zu reden. Es war ein Initiationsritus.
So haben wir unsere neuen Mitglieder vom Glauben überzeugt. Zwei von New Yorks Besten. Sie hatten sich einen Platz in unseren Reihen verdient. Und wir hatten etwas Besonderes für sie vorbereitet. Und etwas ganz Besonderes für Sie, Alex Casey. Wer ist Ihr Anführer? Alan Wake? Hm? Huh? Scratch? Zane? E.G.? Geben Sie mir einen Namen! Sie werden ihn noch früh genug treffen. Die Verderbnis nahm kein Ende. Es passte zum Genre, also verwendete ich es. Okay. Jetzt habe ich noch eine dritte Option. Das Beste aus New York City. Oh ja. Da hat was stattgefunden. Das creepy, ey. Voll gut. Wir können mal eben zwischenspeichern. Einfach so, dass wir... Ah! Jetzt geht's da hinten zu einer Vorstellung. Aber... Vorher will ich nochmal die Lage checken. Na, da hat sich nichts getan. Okay. Dann gehen wir mal gucken, was da für ein Film läuft, ja? Oha. Geklatscht hat da jetzt aber niemand. Okay, bevor wir die Szene umschreiben, gehen wir mal hier eben gucken. Ja, das ist Licht. Das könnten wir mitnehmen. Warum auch nicht? Pack ein. Oh, nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Ich mach's wieder an. Schnell, 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 schnell. Oh, komm. Hui. Grusel, Grusel. Okay, sollen wir es mal da drin umschreiben? Die Szene. Theaterhalle. So, dann machen wir mal Kult des Wortes. Ah. Schon haben wir ein Echo. Sehen Sie sich an. Sie folgen ihrem Meister. Ein trauriger Haufen Clowns in Masken, Kapuzen, die sich für einen Geheimbund halten. Vielleicht sind Sie es, der eine Rolle spielt, Mr. Casey. Eine, die genau auf Sie zugeschnitten wurde. Eine Marionette, die zum Ruhm des Kults blind dem Ritual folgt. Hm? Was zum Teufel haben Sie denn geraucht? Nightless Night. Ein Teil des verlorenen Films blieb erhalten. Sie werden sehen, Mr. Casey. In der Nightless Night werden Sie es sehen. Nightless Night war Zanes Film. Er war wichtig für die Geschichte. Oh, Leute. Komm, starte. Ey! Ich bin hier im Licht. Ich habe auch nicht so viele Batterien, ne, um den zu töten. Weiter. Wo muss ich hin? Ich will mir doch nur den Film angucken. Okay. Ist das so? Und wir machen weiter. Zählt das jetzt noch? Ja, das zählt noch. Aber er drehte
nur einen Film, Tom der Dichter, bevor er verschwand. Da ist er wieder, genau. Genau. Und es war wieder 20.40 Uhr, ne? Ist das der Hammer? Das ist doch nicht normal. Wieso geht jeden Tag um 20.40 Uhr der Stream aus? Das ist mir unerklärlich. Runter. In der Nacht war ich wieder draußen. Schäbige Gasse, keine. Unglaublich. Wie willst du denn auch sowas googeln? Streamabsturz um 20.40 Uhr? Nee. So, das heißt, er müsste dann gleich wieder abstürzen, ne? Ich sage nur. Oh, hier. Licht. Speicher. Punkt. Gut, dann gehen wir mal eben zu den Heilmethoden über. Ich muss was sehen. Da. So. Besser anbinden, kann er nicht abstürzen. Ja, aber das... Fällt dir irgendeine Erklärung ein? Warum um 20.40 Uhr der Stream abstürzt? Ich meine, Internet geht noch, ich sehe es ja an Windows, ne? Also Internetverbindung ist nicht verloren. Einfach der Stream ist weg. Warum? Das macht so gar keinen Sinn für mich. So. Das behalten wir. Speichern und weiter. Was gibt's hier? Eine Tür. Ah! Ist das die Autowaschanlage? In einem anderen Zustand? Nee, ne? Nee. Aber ja, das ist jetzt dahinter. Hinter diesem Truck, der den Weg versperrt hat. Bestimmt konnte die Handlungstafel helfen. Was? Wieso darfst du das nicht sagen? Ja, ein IBC. Achso, nicht kinderfreundlicher Inhalt. Ja gut, heute ist der Stream, also die Alan Wake Streams sind ab 18, zum Glück. Okay, dann gehen wir hoch. Dann gehen wir hoch. Oh. Stuff only. Und das zu. Warum? Ich sollte die Handlungstafel verwenden. Ah. Du cleverer kleiner Bastard. So. Gucken wir mal, was das ändert. Oh. Was gehört? Da treibt jemand Schabernack. Geh aufs Dach und finde die Stelle, von der jemand fiel. Jemand aha. Vom Dach in den Tod gestürzt. Oh. Wo ist das Gegenstück von dem Echo? Hier? Nee. Hm.
Hm. Ja, das ist wieder der Speicherraum. Ja. Willst du mir jetzt sagen, dass ich da jetzt wieder rein muss in das fucking Zimmer? Ich soll doch aufs Dach. Hat sich hier noch was geändert, außer... Außer vielleicht die Tür? Nein, sonst nichts. Okay, dann... Machen wir nochmal. Alles klar, Zeus. Bye, bye. Schön, dass du da warst. Und ja, hau rein bei Hell Let Loose. Oh. What the fuck? Müsste mich so erschrecken. Immer noch zu. Okay. Gucken wir mal. Können wir bitte gehen? Nee, hör mir zu! Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Warum? War wichtig für dich dort. Diese Pisse hier kein Bock hat. So, hier ist wieder so ein Echo. Aber wo ist der Gegenpart? Das wirkte richtig. Wo ist der Gegenpart? Find Alice. Alice? Who the fuck is Alice? Nö, nee, hier ist auch nicht der Gegen. Ah, doch, hier, guck mal da. Du glaubst doch nicht, dass wir uns für diese Initiation einen Finger abschneiden müssen, oder? Nee. Wir werden bestimmt nur zeremonielles Zeug singen. Nichts Besonderes. Wird auch Zeit. Wir haben das unsere getan. Und zahlreiche Probleme gelöst. All diese Nullnummern, die Rutsche hinuntergeworfen. Es spielt keine Rolle, was wir getan haben. Wir sichern uns direkt einen Platz an der Spitze, Partner. Ja, wie Tote, die in den Himmel auffahren. Aha. Okay, dann können wir die Szene ja wieder ändern. Den verlorenen Teil des Films. Okay. Was ist denn hier jetzt gespawnt? Ein kleiner Lieferwagen. Oh, was haben wir denn hier? Jetonje. In der Stadt der ewigen Nacht sahen sie den Film, in dem es keine Nacht gab. In dem sie sich in deinen Gedanken versteckt. Hm. Okay. Oder aufmachen? Nee, ne? Hier sich was getan? Nee. So, vielleicht ist die Tür jetzt offen da oben. Nope. Okay. Wir haben eine Story verpasst. Vielleicht... können wir die nochmal hervorrufen. Das war hier, ne? Bei Kult des Wortes. Ja, hier. Aber wo ist das Gegenstück dazu? Und es hieß ja, geh aufs Dach. Um zu sehen, wer sich da
runtergestürzt hat. Aber es geht ja nicht aufs Dach. Wo ist das Echo? Gibt's da nicht. Scheint das erst? Ne. Da, jetzt bin ich schon vorbei. Grottemolch! Vielen Dank für dein Raid. Und? Seid ihr weitergekommen bei The Last of Us? Hihi. Ich such gerade hier, das Gegenstück zu dem Echo. Und, super, dass du da bist. Ja, absolut. Absolut. Also, es ist gut gelaufen. Tatsächlich. Die Antwort war doch sicher auf der Handlungstafel. Ah. Die Antwort? Auf der Handlungstafel. Ja, aber ich will doch erstmal. Ne, irgendjemand hat sich ja vom Dach gestürzt. Und, dann hieß es: geh aufs Dach, um nachzugucken, was da passiert ist. Aber ich kann nicht aufs Dach. So, was willst du mit deiner Handlungstafel? Was? Hier? Was kann man denn da machen? Da war ich auch noch gar nicht drin. Nichts kann man da machen. Nichts. Ja. Der Kult lädt hier seinen Müll ab. Soll man das da erkennen? Oder was? Oder wie? Ich bin verwirrt. Da lädt der Kult seinen Müll ab. Ein W. Ne, ein M von Cinema. Cinnamon. Oh. Oh. Was haben wir denn da? Kommen wir da rein? Nein. Licht. Ha. Da scheint aber jemand zu sein, da unten. Komme ich da hin? Irgendwie. Mal kurz gucken. Ne, da ist ja auch zu. Gibt's hier noch irgendwie eine Art Eingang? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Lost. Wenn ich mich jetzt einfach mal da drauf stelle und dann die Szene wechsle, dann sterbe ich bestimmt. Die Cops hatten ihre Seelen verkauft. Der Film wurde für diesen Veranstaltungsort konzipiert. Na, dann zeig ich mal. Ja, das ist wieder die Dingens. Aber er geht immer noch nicht rein. Schautort wurde grottenmollig gegeben. Wieso habe ich nichts gehört? Warte mal, ich drücke mal hier den Knopf. Gucken, ob der noch funktioniert. So, ja. So soll das sein.
Oh, gerne. So. Da oben ist immer noch dicht. Oh, ich bin schon wieder verloren hier. Ich glaube, ich bin zu alt für Rätselspiele. Ich kann das nicht mehr. Ach so, du hast den Chatbefehl von Twitch genommen. Ah. Okay. Ich habe da was gebastelt auf Stream Elements. Ich glaube, du kannst den auch auslösen. Ne, mit Ausrufezeichen SO und dann... Bin mir aber nicht sicher. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schuhen. Ja, natürlich, natürlich, alles gut. Ja, Toffel, helf mir mal, du bist doch so schlau. Taut mal mit Toffel vorbei. Ich musste das auf der Handlungstafel. Ah ja, ja, du hast ihn gelöst. Cool. Funktioniert. Ich habe das hier auf eine Taste programmiert. Ich sehe so die letzten drei, die geschrieben haben. Und dann drücke ich einfach drauf und derjenige kriegt dann ein Shoutout. Szenewechsel. Sowas. Ach so, im Spiel. Denken wir mal dahin, weil eben waren wir schon kultes Wortes. Ja, manchmal stehe ich auf dem Schlauch. So, und jetzt wieder? Ah, Blut. Das sieht schon besser aus. Mein Style. Trotzdem bringt mir das nichts. Ah, lost. Na, wenigstens habe ich mein Licht wieder gekriegt, ne? Oh. Da ist eine Tür. Du musst mein Gehirn sein, Toffel. Ja, ja, ich vermute schon. So, pass auf, ich mache hier aus. Kann ich dann hier rein? Ja. Und dann mache ich Licht wieder an. Und dann kann ich durch die Tür. Ach, voll easy. Junge, Junge, Junge. Ja, also manchmal klappt's. Nicht immer. Jetzt bin ich auf dem Dach. Aha! Direkt nach oben. Die schmutzigen Cops sahen auf die Stadt hinunter. Ihre Stadt. Schändliche Taten. City of Justice. In ihren Augen war es das wert gewesen. Na, ich denke, das Echo kriege ich hier aber trotzdem nicht. Aber okay. Wir kommen der Sache schon näher. Ach, was wollt ihr mit euren Fackeln? Nimm halt mit. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfuckers burn. Burn, motherfuckers. Burn. Oh. Ich höre ungebetene Gäste. Und da pulsiert was. Oder war das nur eine optische Täuschung? Jawollo. Okay. Gehen wir ein bisschen gucken. Ne. Ja, heben uns mal noch kurz auf die Tür. Und was geht? Jo, gehen wir erstmal auf die Kante.
Nichts, nichts. Außer bestimmte Fackel. Oh ne, Muni. Muni. Und noch ein Koffer. Mit so viel Zeugs. Batterie. Muni. Und die Kackdinger. Ja, komm. Nimm halt mit. Vielleicht brauchen wir sie ja. sorry. Vielleicht, kommen wir jetzt zum nächsten Boss-Fight. Kurz Überblick kriegen. Nee. Weil irgendwo müssen wir noch das Echo ergattern. Ja, da geht's wieder runter. Naja, dann machen wir mal die Tür da vorne auf. Ganz elegant. Elegant. So, wie ein Diamant. Oh, Digga, mach doch auf, Sheriff. So, hier noch was versteckt. Hier noch was versteckt. Oh, Geheimnis. Was liegt denn hier? Haha. Hab dich. Hey. Diesmal sind Sie Alan, oder? Ich wollte nur sicher gehen. Ja, klar bin ich Alan. Alan DeGeneres. Mein Double. Schwer zu sagen, aber er sah aus wie Sie. Double. Es war seltsam, wenn ich hörte, Sie wären hier rausgekommen. Aber offensichtlich war das nur ein Gerücht. Wie dem auch sei, ich suche jedenfalls weiter nach Dor. Boah, Synchronisation, so ab und zu ist es schon ziemlich übel, ne? Muss ich mal so anmerken. Wie sieht diese Theorie aus? Halten Sie sich gut fest. Sie haben Ihre Double und ich träume ständig von anderen Versionen von mir, stimmt's? Deshalb glaube ich, dass es noch andere Realitäten geben muss. Und unsere steht mit den anderen in Verbindung. Eventuell steckt sogar Dor dahinter. Er scheint die einzige Konstante zu sein. Aber was will er? Was hat Dor? Aber... Sie haben ihre eigenen Probleme. Nordrhein-Westfälische Tor. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich wegen all dem den Verstand verliere. Das Mobile Dashboard. Ist die ganze Sache viel größer, als wir glauben. Du Macken. Oder alles, was ich gesagt habe, ist totaler Blödsinn. Wer weiß. Wer weiß. Was hat mein Double gemacht? Hat er gedoubelt. Ich muss es wissen. Er hatte nichts dabei. Oder doch, einen Cocktail. Und er hat geraucht. Cocktail ist ja auch so ein Wort, was ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig finde. Er trug eine Lederhose. Cocktail. Eigentlich hat er sie gesucht. Oder Bangkok. Ich weiß da nicht. Ob ich auf ein Kostümfest gehe und ob er mitkommen könne. Ich sagte ihm, dass es kein Kostüm war und er verschwand. Er mag wohl keine Cops. Das war nicht Scratch. Das war er gar nicht. Das war Alan. Alan. So, gib her. Muni. Und? Nimm halt mit. So. Koffer? Nee. Mülltonne in der Wohnung? Oder... Ist ja jetzt nicht gerade eine Wohnung, ne? Ah. Die Tür, die vorhin noch verschlossen war. Okay. So. Oh, da kommen wir das auch schon näher. Da können wir bestimmt gleich mal switchen. Nämlich jetzt. Wegen... Oh, geht das noch? Was war das denn? Doch, kultes Wort, das war das, ne? Kein neues Element hinzufügen. Ah. Ich musste... Ja, ist okay.
Dann können wir erstmal speichern. Geh ins Licht. So. Inventar aufräumen. Ja, hier, da. F. Weg damit. Vielleicht brauchen wir es später mal irgendwann, aber jetzt im Moment nicht unbedingt. So. Und dann speichern. Oh, hier Loot. Ludwig. Ne, das packen wir weg. Hier noch was drin? Ne. Das packen wir weg, sonst ist das Inventar zu voll. So. Okay. Nochmal speichern und runter. Ah, jetzt kann ich wieder Szene wechseln. Okay. Oder die Handlung umschreiben. So, und hier ist einer runtergejumpt. So. Dann Kult des Wortes. Ich stehe ja fast perfekt für das Echo. Na? Jetzt. Bewegung oder ich puste sie weg. Sie haben mich gefunden, Mr. Casey. Ich bin ganz Ohr. Na los, stellen Sie mir die brennende Frage. Wie haben Sie das gemacht? Wie konnte ich in dem Ausschnitt sein, ohne mich daran zu erinnern? Reden Sie, verdammt! Normalerweise erinnert man sich, wenn man in einem Ausschnitt ist. Oder war. Dann sind Sie jetzt bereit für das Treffen mit dem Großmeister? Er erwartet Sie im Vorführraum. Dort werden Sie alles erfahren. Und er wird eine neue Realität auf diese projizieren. Und damit habe ich meine Aufgabe erfüllt, Mr. Casey. Klingt nach Bossfight. Verrückter Mistkerl. Warum ist er gesprungen? Der Vorführer. Habe ich dort den Tatort entdeckt? Kann ich hier auch schon wechseln? Zum Großmeister. Großmeister B. Bud Bundy. Oh. Darkness surrounds us. Hm. Oh, ich speichere nochmal schnell. Dudum. Hast du? Ja. Hüppala. Na, wenn das so... Oh, oh. Ich hab's ja gehört. Die Schatten sind wieder da. Lauf! Ja, da sind sie. Wow. Wow, geht weg. Ach, verdammt, ich bin falsch gelaufen. Da. Muss ich hin. Lauf, 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 lauf. Wow. Oh. Das ist doch so geskriptet, oder? Da sollte sich doch jeder in die Hose machen. Okay, dann müssen wir wieder... Oh, wir sind wieder hoch. Beste aus New York City, ne? Ah. Oder wir gehen einfach durch die Tür. Stimmt, die nur da ist, wenn New York City. Oh, oh, oh. Okay.
Ja, wir können ja erstmal speichern. Oh. Hab ich da Loot vergessen? Gibt's ja gar nicht. Her damit. Das war's. Ja. Dann muss ich da jetzt wohl wieder rein, ne? Oh, noch ein Koffer. Muni. Und Medi. Die will ich sowieso nicht da. Ach, falscher Knopf. Oh, hier, schon wieder. Oh, oh. Ruhig und jetzt. Ha. Komme ich denn da überhaupt wieder hoch? Ja, doch. Ja, nee. Okay. Dann Großmeister. Und trotzdem komme ich da nicht hoch. Okay. Aber da rein komme ich jetzt. Ja, ja, ja. Geh doch, geh doch, geh doch. Geh doch rein. Hey, 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 hey. Wollte der da nicht gerade reinspringen? Sah so aus. Ja, verdammt, Alter. Hey, hey. Alter. Du! Nur du! Die kommen da alle raus, hä? Okay, warte mal. Lass mal checken. Oh, wow, wow, wow. Leute, Leute! Lage checken, Lage checken. Ey. Ja, 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 ja. Ey, ey, Alter, lass mich noch aufstehen, Digga. Komm. Komm, komm. Das schaffst du, das schaffst du. Das schaffst du. Oh. Was ist hier denn los? Okay. Das ist volle Pulle. Das fast. Dann nehmen wir doch lieber so eins. Das ist ja krass, ne? Okay. Aber er sagt mir eh, ich sollte wechseln. Nur wohin? Dann sagt er mir halt nicht. Hier sind wir wieder Kult des Wortes. Immer noch alle da. Was wollt ihr? Dann New York City. Na, oh, werden jetzt die Musik angemacht. Immer noch jede Menge Leute. Warte mal. Was ist denn hier los? Ja, frage mich auch. Wenn ich ja wüsste, dass ich das durchziehen muss, dann würde ich ja die Munition verschwenden. Warte mal, was muss ich machen? Trifft den Großmeister im Vorführraum? Ja, da komme ich aber nicht rein. Digga, ich habe ein Meeting. Boah. Hälfte Energie weg. Warum?
Okay. Ja, ich weiß, ihr steht nicht auf Taschenlampen. So. Jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen... Oder? Ja, doch. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Das? Du hast Schoki! Oh Mann! Das ist gemein. Oh, ich habe früher, habe ich gern, so mit 15, 16, habe ich gern von Milka Schoko und Keks und so eine 330 Gramm Tafel oder was die hatte. Ich habe die geliebt, ne? Was habe ich die weggemacht? Dann habe ich mir die, gerade vor 2 Wochen oder so, habe ich mir die mal wieder geholt, weil es ja halt auch schon fast 30 Jahre her ist. Und das schmeckt überhaupt nicht mehr so wie früher. Ich war so enttäuscht. Das ist nicht gemein, das ist lecker. Da hast du vollkommen recht. Vollkommen. So, probieren wir mal noch eine andere Ding aus. Teil des verlorenen Films. Mampf. Ja, also die Viecher sind so oder so da draußen, ne? So viel ist klar. Aber da ist einfach keine Möglichkeit, da wieder hochzukommen, ne? Oh, die kommen direkt, ne, die Pisser. Oh. Ja, verdammt, wie komme ich denn da wieder rein in das Kino? Oder muss ich wieder... aufs Dach hoch? Von da aus irgendwo rein? Nee, ne? Warte mal. Was sagt denn die Karte, die neue tolle? Da komme ich dann darüber. Ach, guck mal, hier ist eine Treppe in den Projektorraum. Okay. Warte. Nee. Das ist im Gebäude, nicht auf dem Dach. Das ist der Übergang, wo ich nicht reinkomme hier. So. Wir waren hier oben. Das ist das Dach. Ja, steht's ja. Hausdach. Zentralbereich. Kinoreklame. Wo der Unfall war. Verdammt. Ich muss hier irgendwie wieder rein. Irgendwie muss ich hier wieder rein. Aber ich weiß nicht wie. Das ist voll fies jetzt. Komm hier, machen wir das Ding weg. So. Ich weiß nicht wie.
Das ist wieder das Polizeiauto. Überspringen geht nicht, ne. Das gibt's doch nicht. Okay. Was denn? Oh, ich hasse sowas. New York haben wir jetzt. Probieren wir es nochmal auf Großmeisterseite. Er wartete drinnen. Seine Anwesenheit pulsierte draußen in der Nacht. Schoki alle! Also jemand anders würde jetzt sagen, das ging aber schnell. Aber ich würde sagen, so lange hast du gebraucht. Also wenn ich mir eine Tafel Schokolade hole, was etwa ein bis zweimal im Jahr vorkommt, weil ich habe gar keinen Süßkram zu Hause, dann hole ich mir eine Tafel Schokolade und dann packe ich die aus und esse sie in einem Stück. Also ich lasse gerade unten noch einen Rand, wo ich sie festhalten kann, damit ich mir nicht die Finger versau. Und dann wird die gegessen wie eine Scheibe Brot. Fertig. Was soll ich die klein bröckeln und genießen? Ach, ich genieße das auch beim Kauen. Es war so schnell und so gut. Ja, Mann, so eine Tafel muss man inhalieren. Das ist geil. Das ist geil. Soll ich nochmal hinrennen? Im Dunkeln. Oh, also noch mehr, okay. Das ist jetzt ein sehr passender Sound, ja. Alter, ich raff's einfach nicht. Ah, offen. Geil. Ich komme wieder rein. Scheiße, jetzt gibt's schon bestimmt Geballer. Oh, was mit dir? Mach zu. Weg. Da. Weg. Lasst mich da durch. Hallo, ich bin wieder da. Die haben geschossen. Und das Ding trifft mich auch noch. Also verfolgt mich. Verdammt, Alter. Schnell. Alter, das Heilungssystem ist so beschissen, ne? So ein Rotz. Gib her das Licht. Echt, ey. So, ich hab's wieder. Irgendwie muss ich jetzt flüchten, ohne getötet zu werden. Alter.
Alter Schwede. Okay. Machen wir erstmal Happy Happy. Ja, damit kriege ich das Ding fast voll. So, nachladen. Junge, Junge, Junge. Ja, Licht aus hier. Etwas an einer Szene zu ändern, ohne dort zu sein, war unmöglich. Ach so, ja. Okay. Ich glaube, jetzt kommt der Großmeister. Le Boss Fight. Warum ist es eigentlich kein Speicherpunkt? Da steht er. Oh, 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 die Geräusche, Alter. Komm. Lass mich. Lass mich. Hallo. Ey. Echo. Wake me up before you go, go. Oh, warum geht denn das nicht? Hier. Nein. Kurz mal gucken. Ja. Ach, für Raum ist nicht hier, ne? Da muss ich hinterher. Oh, wow, wow. Ich fand mich in allerlei Filmausrüstung wieder. Es musste von hier einen Weg zum Vorführraum geben. Gibt's. Könnte ich wetten. Ich war nicht allein. Meinst du? Du, du, du. Oh. Oh ja. Oh ja. Vorsingen auf WhatsApp. Aber es sind coole Lieder. Ich bin hier, Sie verdammter Wichser. Zeigen Sie sich. Großmeister, dass ich nicht lache. Ein Clown in einer Maske. Ist euch aufgefallen, dass er schwarz-weiß ist? Ja, ne? Coole alte Lieder. Projection Booth. Ah. Will ich nochmal kurz in mein Vape rein vapen. Nikotin-Level auffüllen. Ja, genau. Von uns sind Kinderfotos noch in Schwarz-Weiß. Und es lag nicht an den Kameras. Die ganze Welt war schwarz-weiß. So. Bereit für den Kampf? Ich nicht. Okay. Muss auch noch nicht. Der Schnittraum. Achtung. Was? Die kam erst 1992. Oh, ich bin wieder am Anfang. Wieder zurück am Anfang.
eine Schleife in der Schleife. Ich musste weiter. Okay. Und irgendwann werde ich dann überrascht von dem. Ich bin hier, Sie verdammter Wichser. Zeigen Sie sich. Oh, jetzt haben wir schon rot. War das vorher auch schon rot? Nee, ne? Ich bin hier nicht derjenige, der eine Maske trägt, Idiot. Ich höre doch da was. FBI, open up. Der Casey in der Geschichte verlor langsam den Verstand. Ich auch. Langsam. Was ist das denn für ein Emote? Ist das ein Hammer? Oder ein Lolli? Oder beides? Oh. Oh, eine neue Tür. Ah ja. Ich war wieder am Anfang. Ich musste weitermachen. Und einen Weg zum Tatort finden. Ich bin hier, Sie verdammter Wichser. Zeigen Sie sich. Wer hat das gesagt? Eben hat da einer gehockt. Sie können davonlaufen, aber ich werde sie finden. Großmeister, oh. Lass mich lachen. Ein Alter. Ich bin hier nicht derjenige, der eine Maske trägt. Was, Psychospielchen? Zum Glück habe ich morgen wieder Therapie. Wenn der Therapeut dann wieder fragt, was ist heute unser Thema? Da sage ich Alan Wake, Mann. Ah, ist das doch... ist das ein Hammer? Wirst du gehämmert? Grottenbäuch. Oh, die Geräusche, Mann. Oh ja. Return to sender. Ich glaube, dem Mann geht's nicht so gut. Dicht. Vielleicht geht jetzt die Tür auf. Nope. Mal kurz gucken. Da hinten hat sich... Ah doch, das. Da ist eine Tür gespawnt. Wie bei Monster AG. Ich war wieder am Anfang. Ich ja, aber... Und einen Weg zum Tatort finden. Dunkler. What? Was ist hier los? Sie müssen mich nicht töten. Sie müssen mich nicht mit diesem Messer abstechen. Halt die Klappe! Sie können was für ein Messer? Aufgeben und gehen. Vergessen Sie das Opferritual, um den Weg vor uns zu öffnen. Das Opferritual, um den Weg zu öffnen? Ich will das Messer. Nein, ich will ihn zerstückeln. Nicht. Sie müssen kein Monster werden. Doch, das muss ich. Messer hinten liegen und gehen Sie! Das Messer hinten? Das war doch alles völlig absurd. Unser Dialog war gezwungen und lächerlich. Jemand hätte ihn überarbeiten sollen.
Aber ich würde mitspielen und mir ansehen, wie es ausgeht. Eieiei. Aber auf so Dinger stehe ich ja, ne? So völlig abgefahren, ne? Wie früher schon bei den Max Payne-Spielen. Also nicht bei den neuen, sondern. Oder bei dem neuen. Sondern Teil 1 und 2. Die waren krass. Ah, jetzt komme ich da hoch. Zum Messerjockel. Oh nein! Doch. Auf gar keinen Fall. Oh ja. Das wird Ihnen leid tun. Nein. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Was da. Zum Teufel? Da haut er ab. FBI, freeze. Oh Gott. Ich war nahe dran. Oh hier. Ein Echo. Willkommen, Alex Casey. Hallo. Das war sehr gut. Sie haben die Rolle perfekt gespielt. Ja, ne? Total gruselig. Voll geil. Eine verdammte Lüge. Ja, ja. Heavy Rain habe ich Platin gemacht. Also die ganzen Spiele. Detroit Become Human und... Oh Gott, wie hießen die alle? Die habe ich alle Platin. Sehr, sehr geil. Und das war heftig mit 16 verschiedenen Enden und so. Ach Gott. Da habe ich ein paar Stunden gebraucht. Warum fühlt sich das alles so vertraut an? Wer zum Teufel sind Sie? Und wer bin ich? Nein! Herzlich willkommen. Ja, leider ist meine PlayStation kaputt, schon ein paar Jahre. Ich habe da so viele Spiele gekauft eigentlich und noch nicht ausprobiert und dann ging sie kaputt. Ärgerlich. Das war kurz nachdem ich, also ich habe die PlayStation VR und da habe ich Astrobots, heißt das so? Ich glaube, es heißt so, Astrobots. So ein geiles Spiel, ne? So dieses Jump'n'Run, wo dann halt durch die VR-Brille bist du halt auf dem Level und guckst dann halt auf das kleine Vieh runter. Hast dann virtuellen Controller und saugst dann die Roboter ein. Mega geil. Und dann geht das Ding kaputt. Ist unglaublich. So schade. Also ich glaube mal, dass da irgendwie... wie heißt? Ja, vom Netzteil halt in der Konsole drin, dass das kaputt gegangen ist. Weil ich schalte ein, da kommt vorne ein blauer Streifen und dann geht es wieder aus. Das ist eine Sache von einer Sekunde. Halt. Eine Sackgasse. Das kann nicht stimmen. Habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst? Muss ich hier... Ne, dann gehen wir nochmal zurück und werden erschrocken. Oh. Ich finde das so geil, wie sich die Räume ändern, ne? Die Maske war der Schlüssel. Aha. Wobei wurdet ihr denn da gerade erwischt? Creepy as hell. So würde ich ihr helfen können. Wie? Wake
Saga Anderson, hören Sie. Ich wurde überlistet. Return ist von Scratch. Ich habe versucht, die Geschichte zu korrigieren. Aber er hielt mich auf, bevor ich zum Ende kam. Jetzt hat er sie, den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind raus. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss ihn aufhalten, bevor er entkommt. Er ist hinter Alice her. Ich sitze noch fest, aber ich mache Fortschritte. Alice? Ich habe sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Who the fuck is Alice? Return ist eine Horrorgeschichte. 24 ich muss das Genre years. Bedienen. Es muss dunkel sein, aber die Heldin kann es schaffen und ihre Familie retten. Uns alle retten. Ihre Familie retten? Reden Sie von ihrer Familie? Ja, was immer Sie da tun, es funktioniert. Sie müssen einfach nur weitermachen. Was haben Sie für jede Horrorgeschichte gesteckt? Ich war näher dran. Näher als je zuvor. Aber es gab keine Zeit zu verlieren. Alles hing am seidenen Faden. Ich konnte noch alles verlieren. Parliament Tower. Diesmal musste es funktionieren. Ich konnte Scratch aufhalten, das Manuskript holen und das Ende richten. Da geht was. Krasse Möhre, Alter. Krasse Möhre. Aber ein sehr geiles Timing. Ja, ne, das ist mega faszinierendes Spiel. Das ist wirklich cool. Wirklich cool. Ich denke mal, das ist der Part, wo du gemeint hast, ne? Dass man raus... Nee, kann ja nicht. Da gibt es noch ein neuntes Kapitel. Hahaha. Neuntes Kapitel von Alan. Und dann Endgame. Wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Krass einfach. So ein krasses Spiel.